Servus Leute, ja, ich muss euch was erzählen und zwar, bei mir ist heute ein kleines Päckchen angekommen und ich dachte mir, ich habe doch gar nichts bestellt, was denn los? Ja, dann habe ich den Absender gesehen und dann wusste ich, oh, cool, denn die liebe Janine von The Empire of Books, ja, die wollte sich anscheinend revanchieren bei mir. Ich weiß noch nicht, was im Päckchen drin ist. Wir packen das jetzt gleich mal zusammen aus. Aber ich muss euch dazu sagen, das ist jetzt, keine Ahnung, kein Weihnachtsgeschenk oder irgendwie so. Ich habe Janine vor kurzem, ja, weil ihr PC hat den Geist aufgegeben und ja, deswegen hatte sie kein ja, kein gutes, funktionierendes Schnittprogramm mehr. Und ich habe noch Premiere Elements 13, glaube ich, war das, hatte ich noch als Programm eben daheim rumliegen. Und da dachte ich mir, hä, das schicke ich einfach mal Janine rauf. Dann kann sie eben mit Premiere Elements schneiden und ihre Videos für euch da draußen machen. Und scheinbar ist dann, hat sie gedacht, sie muss sich hier irgendwie revanchieren und hat mir dieses Paket geschenkt. Und das machen wir jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. So. Hier noch irgendwie. So. Und hier. So. Und ja. Wie kann es auch anders sein? Sind Bücher drin. ich bin mal gespannt. Oh, cool. Diebe im Olymp. Das Buch zum Film. Cool. Ich glaube, das ist tatsächlich der erste Teil von Percy Jackson. Meine ich jetzt. Yay. Diebe im Olymp. Ja. Percy Jackson versteht die Welt nicht mehr. Jedes Jahr fliegt er von einer anderen Schule. Ständig passieren ihm seltsame Unfälle. Und jetzt soll er auch noch an dem Tornado schuld sein. Langsam wird ihm klar, irgendjemand hat es auf ihn abgesehen. Als Percy sich mit Hilfe seines Freundes Grover vor einem Minotaurus ins Camp Half-Blood rettet, erfährt er die Wahrheit. Sein Vater ist der Meeresgott Poseidon. Percy, also ein Halbgott, und er hat einen mächtigen Feind, Kronos, den Titanen. Die Götter stehen Kopf und Percy und seine Freunde vor einem unglaublichen Abenteuer. Boah, cool. Denn, ja, ich habe schon Bücher. Ich habe tatsächlich schon Bücher von der Percy Jackson Reihe. Die habe ich in München im Text, diesem coolen Shop für Mängelexemplare und so, wo du die Bücher fast neuwertig eben um einiges günstiger bekommst. Und da habe ich mir ja, diese Hardcover, aber ich glaube, das sind die beiden letzten Teile, die ich ja, mir damals gekauft habe. Dementsprechend, danke Janine, das ist ja wirklich cool, dass sich jetzt diese Reihe so ja, zusammenfügt. Ich kaufe mir die letzten und du schenkst mir das erste. Das ist ja mal cool. So. Das zweite, Sangu Mandana, Lost Girl, im Schatten der anderen, vom Ravensburger Buchverlag. Cool, schönes Cover, gefällt mir.
Sie darf nicht wählen, wen sie liebt. Sie muss verschweigen, was sie träumt. Sie kann nicht leben, wie sie will. Denn sie ist nur das Echo einer anderen. Boah. Das Echo einer anderen. Ich lerne, was Amanda lernt und esse, was sie isst. Ich muss den Jungen lieben, den sie für uns aussucht. Sie ist das Original, das ich kopiere. In meinen Gedanken ist sie immer da. Alles, was ich tue, hängt von ihr ab. Sollte Amara eines Tages etwas zustoßen, muss ich sie ersetzen. Krass. Das klingt aber endgeil. Boah, cool. Das ist richtig, richtig cool. Die Geschichte, die finde ich cool. Also, was ich jetzt da höre. So. Und, wow, cool. Du wirst, das ist von Otwin Ramadan, das Troja-Komplott. Ist auch ein sehr cooles Cover. Ja, du wirst beobachtet jeden Tag, 24 Stunden live, und deine Augen sind die Kamera. Nico hat es geschafft, mit gerade mal 21 Jahren wird er als FBI-Agent für das streng geheime Troja-Projekt rekrutiert. Hierbei zapfen die Ermittler unbemerkt den Sehnerv von Verdächtigen an und können so jeden ihre Schritte verfolgen. Eine Revolution. Aber wer wählt die Zielpersonen aus? Als Nico eine schockierende Entdeckung macht, beschließt er, sich gegen das System zu stellen. Doch längst steht auch er unter Beobachtung und seinem eigenen Körper kann er nicht entkommen. Wow. Das Troja-Komplott, ne? Das trojanische Pferd, wenn der... Boah, das ist ja mal eine heftige Vorstellung. Aber taugt auch irgendwie. Ist das auch ein voll cooles Buch. Ja. Danke, Janine. Ui. Lesezeichen. Ja. Cool. Ja. Und noch ein kleiner Zettel, aber den lese ich gleich. Ja, der geht euch nichts an. Das waren die drei coolen Bücher, die mir Janine geschenkt hat. Danke. Vielmals, Janine, für die tollen Bücher. Ich habe ehrlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass du mir was schenkst, weil das war ja ein Geschenk von mir. Und außerdem, ich verschneide normalerweise meine Videos mit Premiere Pro oder mit Premiere Elements 15 und ich hatte das übrig, also das wäre halt das Programm, wäre einfach bei mir noch so rumoxidiert, von dem her, trotzdem fühl dich ganz, ganz, ganz dick gedrückt, ja, und ihr anderen da, die mir keine Bücher geschickt habt, lest mal wieder was. Ciao.